Ei, gute wie, es ist wieder Satisfactory-Zeit. Und ja, ich habe meine Dachvariante wohl gefunden. Ich brauche aber noch mal ein bisschen Beton. Ja, ich habe hier zum Glück noch. So. Und ja, wie man hier sieht, diese überstehende Variante. Wahrscheinlich werde ich aber tatsächlich hier so eine Umrandung mit einbauen, dass da noch mal sowas ist. Ich finde, das macht was her. Das sieht ganz cool aus. So, und hier oben wird es ein Giebeldach geben. Und damit das hier am Rand auch irgendwie ein bisschen schicker aussieht, habe ich mir hier noch so Träger, gefärbte Träger nochmal reingesetzt. Und ja, ich weiß, ich hätte mit dem Dach auch hier über Eck und so arbeiten können, aber nee, ich wollte, dass das hier so aufhört. Und ja, jetzt ziehen wir uns das Ganze doch einfach mal mit nach drüben hier. Ich werde dann später, wir ziehen jetzt die Wände oder nicht die Wände, das Dach jetzt einfach mal so durch. Ich habe mir noch was überlegt, das habe ich vor Ewigkeiten schon mal gebaut gehabt. Das werde ich hier auch einbauen. Bleibt also dran, damit ihr wisst, was ich meine, weil jetzt verrate ich es noch nicht. Nö, noch nicht. Und hier drüben wollte ich ja noch so Wände noch. Nochmal. Quasi hier nochmal. Ja, hier nochmal eine. Dann haben wir in der Mitte ein Stück, das sind halt drei lang und außen immer zwei. Oh. So machen wir das. So, da. So, sind wir schon mal hier angekommen. Hier übrigens auch noch mal so einen Träger reingezogen. Da werde ich meine Stromkabel von den Fabrikatoren dann dranlegen und sowas. Da kann man später auch gucken, ob man dort gegebenenfalls mal Standardmodus wechseln, ob man dort dann gegebenenfalls noch eine Beleuchtung dran anbringt. So, müsste doch passen, ne? Ja. Sind alle gleich gedreht. Einfärben. Zack, zack. Dann haben wir hier oben einen schönen Abschluss. So, jetzt muss ich mir hier die Ecken einmal weglöschen. Dann ändern wir den Modus von Baumodus Standard in Baumodus Diagonal. Setzen hier oben an dem Träger einmal an und gehen hier diagonal runter. Und ja, da ich nicht möchte, dass das hier so aufhört, weil das sieht ja hässlich aus, deswegen haben wir, damit wir tiefer gehen können, das Fundament hier eben jetzt nochmal gelöscht. Das heißt, wir gehen hier dran, ziehen das hier runter, so dass das natürlich mit dem Fenster diagonal ist, aber in den Boden rein. Und dann kommt das hier einfach wieder drüber und wir haben hier einen sauberen Abschluss, der bis ganz nach unten geht. So, lalalala. Hier das gleiche. Dann färben wir die auch noch ein. Machen noch einen von hier oben. Der geht hier einfach nach unten. Das ist halt einfach nochmal, ja, nochmal ganz schick, wenn da nochmal so ein Zwischenstück ist. Und weil das hier natürlich so noch ein bisschen blöd aussieht, setzen wir da so eine Ecke drauf, die wir an der Strebe, die hier lang läuft, eben ausrichten. Ja. Hat da so ein Eckchen drüber. So können wir das lassen. So, da müssen noch Wände hier rein.
Er hat erst mit anderen Materialien ein bisschen probiert. War letztendlich aber nur mit Beton zufrieden. Bei dem anderen haben mir die Strukturen nicht so gepasst. So haben wir das. Was wir jetzt rein theoretisch sogar auch noch machen könnte, wäre hier noch einer, der hier so da dann reinragt. Natürlich, wenn der auch schwarz ist, dann nicht mehr so flackert, beziehungsweise weil die Farbe die gleiche ist, das Flackern nicht mehr so auffällt. Das sieht ja doch. Wie sieht denn das von innen aus? Oh, von innen ist das eigentlich auch okay. Ah, nee. Guck mal, von innen ist das nicht okay. Wenn wir von innen gucken, müsste der weitergehen. Wenn wir den aber hier so viel weiterlaufen lassen, sieht er wahrscheinlich von außen nichts mehr aus. So. Von innen müsste mindestens mal bis dahin. Das wäre okay. Mal draußen gucken. Auf jeden Fall haben wir hier schön viel Licht drin durch das Dach. Eine unserer hellsten Buden bisher. Ja, doch, geht. Okay. Also bis da außen hin müssen wir es ziehen. Bis dahin. Dann sieht es auch von innen gut aus. Ja, dann sieht es auch von innen gut aus. Dann machen wir das nämlich auch noch mit dazu. Dahin. Dü. Das wäre auch noch was wir gegebenenfalls auch innen nochmal machen können. Dass also das Dach hier nicht hier jetzt einfach nur Glas rüber geht, sondern dass wir dann zwischendrin einfach hier auch nochmal eine Schräge runterziehen und dann auch innen drin eine Stütze auf den Balken drauf und dann eben auch einen hier quer rüberziehen. So, aber erstmal das, was wir haben, einfärben. Zack, zack. So, und was ich jetzt einfach mal hier mache, hier ist das Fenster offen. Da wird ein bisschen gelüftet. Das können wir jetzt machen. Das hier sind überall die 2 Meter. Wenn wir jetzt hier lüften wollen, dann nehmen wir zum Beispiel eine 1 Meter. Dann ist nur so leicht offen. Ja, so ein leichtes Lüften. Oder aber wir nehmen hier Flachdach. Dann ist schon ein bisschen mehr offen. Man kann aber zum Beispiel auch sogar hingehen und kann wiederum die 1 Meter nehmen und dreht die um. Dann ist noch ein bisschen mehr offen. Ja. So kann man hier einfach so ein bisschen Dachfenster, geöffnetes Dachfenster mit einbauen. Und ich nehme jetzt mal diese Variante, dass das mal hier so offen ist. Da kann richtig schön viel Luft reinströmen. Und dann haben wir vielleicht, keine Ahnung, hier als Gegenstück haben wir das hier mal noch offen. Bei dem hier, boah, das ist nicht ganz so weit offen, das ist nur so weit offen. So kann man da einfach mal so ein bisschen offene Fenster reinzaubern. Ist nur so eine Kleinigkeit, aber das kann am Ende ein Eyecatcher sein. Aber wenn wir jetzt von hier innen gucken, so, ach, guck mal da oben, oh, da ist ja offen, da, oh. Oh ja, da kommt frische Luft rein. Oh ja, schön. Oh, hier auch. Lass mal weggehen hier. Oh, hier zieht's. Ja, hier geht's. Jetzt zieht's da rüber. Das zieht nicht mehr an uns vorbei. Aber oh, gerade eben voll im Zug gestanden. Ja, ich weiß, ich spinne. So, und dann hätte ich ja überlegt,
da das Ganze nochmal irgendwo zu unterteilen. Dann lass mal gerade zählen. Das war 13 Stück, die wir hier hatten, ne? Nee, 14. 14 Stück, 14 Stück, okay. 14 Stück. Also da hätten wir auf jeden Fall schon mal nach 7 wäre die Mitte. Da kommt auf jeden Fall was rein. Nur um überlegen, ob ich noch mehr unterteile. Ah, da wäre genau hier beim offenen Fenster. Aber warte mal, ich mache gerade nur mal einen nach oben. Das offene Fenster machen wir dann, das setzen wir eins weiter rüber. So, und hier war nur so weit offen. Ich muss ja dann, wenn ich das hier runterziehe, muss ich da ja ein bisschen Fundament weg haben, dass ich bis nach unten komme. Da. Dahin. Das wird dazu. Ist halt echt jetzt so ein bisschen die Frage. Nur hier oder mache ich noch mehr? Da so ein Nupsi drauf. Aber ich glaube, wir lassen das bei dieser einen. Das reicht. Was ja auch hier ist, wo wir hier den Träger nochmal haben. Von dem her, das kommt ja da alles ganz gut aufeinander dann raus. Da einer rüber. Ich glaube, ich setze mir hier mal eine Leiter noch an, dass ich hier mal gerade hoch kann. So und so. Und das natürlich noch einfärben. Da einfach nochmal so eine Verstrebung in der Mitte. Ja, das würde doch passen. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Ich glaube, das nehme ich, das kaufe ich so. Dass man natürlich auch generell noch überlegen kann, ob man hier vielleicht in der Mitte auch noch so eine Säule nach unten einmal zieht, dass da generell auch alles nochmal so ein bisschen abgestützter ist. Vielleicht auch nicht die schlechteste Idee. Dann ist nur hier in der Mitte halt. Wir haben hier Logistik da, da. Wir haben hier jeweils die Anschlüsse. Naja, aber man kommt ja noch dran vorbei. Ansonsten muss man halt hier raus und muss hier außen rumlaufen und hier wieder rein. Dann kommt man auch wieder. Ah, doch, das könnte man machen. Mir gefällt nur der Übergang hier nicht. Ich mache, glaube ich, nur den obersten einmal weg. Ja. So. So haben wir hier nämlich einen glatten Übergang. Wir setzen das so einfach wieder zusammen. So passt das doch. Das sieht doch gut aus. Das ist doch voll in Ordnung. Ja.
Ich muss sagen, was sagt ihr zu meinem Dach? Also mir gefällt's. Vielleicht müssen wir mal ins Nachbarhaus gehen. Ist jetzt halt schade, dass jetzt gerade hier Nacht ist. Tagsüber wird man mehr sehen. Ja, guck mal, das hat doch was. Ich finde das gar nicht so doof. Lass mal noch eine Etage höher gucken. Hat doch was. Dann machen wir vielleicht da auch noch ein offenes Fenster. Damit nicht alles sich da hinten... Oh. Aua, 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 aua. Damit sich nicht alles da hinten abspielt. Mal hier. So würde es aussehen, wenn wir so ein richtig krass aufgerissenes Fenster haben. Aber das finde ich schon wieder ein bisschen übertrieben. So weit will ich nicht. Ich glaube, hier würde ich dann auch nochmal die Variante nehmen. So einfach so ein bisschen offen noch. Gut. Sauber, sauber. Wunderbar. Dann hat sich auch unsere Fassade hier hinten hat sich damit ausgedient. Dann können wir hier einmal den Blaupausendesigner leeren. Und hat der nicht mehr? Doch. Hier wird gar keine Kiste mehr angezeigt. Vorher in Early Access war hier quasi wie so eine Kiste, die hier drauf saß. Die hat man dann geleert und dann kann man letztendlich den zum Beispiel auch schon wieder abbauen, weil man hier vermutlich nicht mehr brauchen. Meine Katzen machen schon wieder freche Sachen oder was? Nur gerade irgendwas gehört. So, die Leiter kann mal noch weg. Ich finde halt tatsächlich hier die Struktur halt einfach dieser Wand, dieser Fassade, das hat was. Mir gefällt das. So, lalalala. So, dann kommt hier oben unser Abschluss noch. Und dann können wir noch ein bisschen vielleicht sogar mit Farben arbeiten. Nämlich auch immer einen ganz netten Eindruck macht. Wäre, wenn unser Rahmen bisschen eine andere Farbe hat wie die restliche Wand. Da habe ich schon gute Erfahrungen bisher immer gesammelt. Und es war ja noch die Überlegung, ob ich hier unten auch noch. Ja, ich glaube, unten werden wir auch noch. Ich habe ja im Zweifel ein bisschen Beton habe ich ja noch im Auto drin. Im Schlepper. Oh, bye. Es sind ja noch über 2000, die ich gerade einstecken habe sogar. So, dann wäre hier der obere Abschluss fertig. Dann machen wir die untere. Machen wir vielleicht nur so halb. Da
Das wäre also so. Der da weg. Oder ist die Frage, hier oben habe ich sie ja so rausgezogen, dass wir hier da so eine richtige Ecke haben. Hier unten auf die Variante würde hier das Abgeschrägte bleiben. Das sieht natürlich auch eigentlich ganz geil aus. Dann nur hier bis in die Mitte geht. Da muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht sogar innen noch mal oben noch mal ändere. Innen nicht, oben. Oh no, 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 no. Du musst dahin. So, genau. Ja, wir sehen ja, wenn ich hier später dann noch eine weitere Tür einbauen will, kann man ja hier dann auch wieder sagen, dann kommt die Tür hier hin, wird das gelöscht, die zwei gelöscht, kommt eine Tür unten drunter, fertig, aus. Geht also ja relativ schnell dann auch wieder. Ich war mir ja noch nicht so ganz sicher. Aber eigentlich würde auch eine Tür bei dem Gebäude reichen. Unser mehrstöckiges, ja, das hat zwei Türen. Ist aber auch hier bisher das einzige. Jetzt ist nur die Frage, baue ich oben um, baue ich oben nicht um? Ich würde fast zu tendieren, oben umzubauen. Nur erstmal, damit wir es sehen. Komm, Sonne, geh was schneller auf. Da hinten blendet der Mond noch ein bisschen. Ja, ohne Taschenlampe. Aber hier so, da haben wir so ein bisschen ein Farbspiel. Ich meine, ja, ich hätte jetzt auch einstellen können, dass die Träger wirklich richtig tief dunkelschwarz werden. Aber ich finde dieses Dunkelgrau, wie jetzt hier angezeigt wird, das ist ausreichend. Das ist voll okay. Also hätten wir noch mal ein bisschen Kontrast zum Boden, zur Decke, zur Wand. Ich nehme das, das ist gekauft. Aber ich werde jetzt oben nicht einfärben. Ich baue die oben um. Da machen wir genauso wie hier unten. Dann sieht nämlich die Ecke einfach doch schöner aus. So. Aber ja, doch, das wird nice. Das wird nice. Natürlich hätte man sich das alles vorher schon überlegt, hätte das im Blueprint auch alles drin sein können.
Aber ein bisschen was muss man doch auch noch selber basteln. Wenn wir nur noch Blueprints setzen, ist doch langweilig. Ich weiß nicht, ich wurde im Stream schon wie oft drauf angesprochen, warum ich quasi so wenig mit dem Blueprinter mache. Ja, weil wenn ich nur noch mit dem Blueprinter arbeite, ist doch voll langweilig. Ich weiß nicht. Das war auch früher schon so der Unterschied Lego oder Playmobil. Bei Lego konntest du noch kreativ sein, konntest dir selber Kram zusammenbauen, abseits von irgendwelchen Anleitungen und sowas. Das ging bei Playmobil so nicht. Also zumindest nicht so wild. Da konntest du ja vielleicht auch mal ein paar Klötzchen anders aneinander setzen. Aber da hat es denn nicht so viel Vielfalt. So. Wäre doch hier. Färben wir ein. Voilà. So. Wäre die Wand, die Seite schon mal komplett fertig. Also ich muss echt sagen, mir gefällt's. Mir gefällt's richtig gut. Übrigens, falls ihr sowas nachbaut und euch wundert, dass bei euch das immer nur in der Mitte ansnappt und ich dann verschieben kann, haltet die STRG-Taste. STRG gedrückt. Da, dann kriegt er hier auch die anderen Snap-Punkte. Ohne STRG will er nur in die Mitte. Da, da, so. Wer das noch nicht wusste, so ganz nebenbei. Na. Dann freue ich mich darauf, da die ganzen Verknotungen, die ganzen Bänder und so weiter zu machen. Und ich denke, das werde ich dann zwischen den Folgen mal machen. Wir haben jetzt die letzten Folgen ja doch auch wieder Bänder verknoten und so weiter alles drin gehabt. Stromkabel ziehen. Das kann ich jetzt mal zwischendrin machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge das Endergebnis an. Dafür habe ich euch jetzt mal mit reingenommen hier in den Gebäudebau 2 Folgen lang. Hatte ich ja bei dem Gebäude zum Beispiel gar nicht. Bei denen hier. Ne, auch nicht wirklich, ne? Auch nicht wirklich. So habt ihr das mal mit dabei gehabt. So, ist bei mir halt auch immer wieder viel bauen, wieder abreißen, in ein Loch im Boden fallen und so weiter. Das gehört da halt alles dazu. Weil, ja, man baut was und merkt, ja, das geht in die richtige Richtung, aber doch noch ein bisschen anders. Und dann reißt man halt wieder ab und macht es nochmal anders. Sieht dann vielleicht, nee, es sah vorher doch besser aus, reißt wieder ab, macht es wieder so wie vorher. Oder es kommt einem noch eine andere Idee und ach komm, lass mal das noch probieren und sowas. Ich habe mich jetzt hier tatsächlich relativ zurückgehalten, was das angeht. Normalerweise ist das echt teilweise richtig viel mit Auf- und Abbau und tralala. So, lass uns mal gerade hier drauf gehen. Dann können wir hier von so ein bisschen Entfernung hier mal so rüber gucken. Da, guck mal, das sieht doch gar nicht so doof aus. So, dann kann ich hier unten mal noch einmal erweitern, verlängern. Warum ist da kein Submodus mehr drin?
So, bis hierhin. Kannst weg. Und dann kommt hier auch nochmal Biomasse zusammen, weil die Bäume unter uns, die müssen weg. Hallo. Alle Tasten gedrückt. Aber alle, auch die, die ich gar nicht brauche. So. So groß ist dann alles. So groß ist dann alles. Das ist schon ein kleines Monster. Unser Stahlwerkchen. Muss ich hier unten auch mal noch gucken, weil da haben wir ja nicht nur Bäume. Bäume ist einfach. Wegsägen, fertig. Aber wir haben da ja auch ein bisschen Wasser. Mal gucken, ob ich mir da, weil es würde ja das Gebäude würde hier runtergehen. Also hier hinten würde ein bisschen Wasser im Gebäude verschwinden. Ja, also mal gucken, ob mir da irgendwie vielleicht eine schöne Möglichkeit einfällt, wie ich das dann später. Aber der Sockelbau, den machen wir sowieso dann zum Schluss. Aber wie ich das dann noch schön kaschieren kann, damit das alles gut aussieht. So. Der hier geht bis, ja, das reicht bis hierhin. Dann machen wir mal hier eine Zwischenstrebe. Das ist nämlich wesentlich leiser, von der Geräuschkulisse angenehmer, von weiter weg zu sich hinzubauen. Als eben, wenn wir hier von uns weg. Da ist so irgendwie. Ich finde das schöner. Das ist nicht so ein aufdringlicher Ton. So. Gut. Dann auch noch gucken, wie ich die Fenster hier mache. Aber ja, da kann natürlich die Produktion dann schon laufen. Also mir gefällt's. So. Und wir können eine Taschenlampe anlassen. Freue ich mich dann hier doch wieder ein bisschen Lagerbau und dann um die Häuser ziehen. Gucken. Vielleicht finden wir noch ein paar Schnecken, ein paar Samalu, ein paar Mercer Spheres. Ein paar Festplatten. Oh ja, Festplatten wäre tatsächlich mal wieder gut. Weitere Alternativrezepte noch erforschen. Ganzen Liftdurchlässe hier auch schon gesetzt. Dann muss ich eben so langsam, der Plan ist eh auf dem zweiten Bildschirm schon offen, muss ich eben gucken, dass wir wo reinsetzen. Wir haben eine mit hier Weltraumlift, den Mehrzweckgerüsten. Dann haben wir zwei Assembler, die modulare Frames bauen. Wir haben einen, der verstärkte Eisenplatten baut. Wir haben 5, die Rotoren bauen. 2, die Motoren bauen. 5, die Statoren bauen. Und einen, der auch noch automatisch Verkabelung macht.
Ah, und den Stahlbetonträger, den haben wir auch noch. Der muss auch noch gebaut werden. Dann kann ich mal gucken, wie ich die Rezepte hier drin dann verteile. Und ja, das ganze Band verknoten und so weiter und so fort. Also mein Abendprogramm ist gesichert. Ja, mal schauen, wie schnell ich vorankomme. Ob ich heute noch ein Video mache oder ob wir uns dann die Tage... Also ihr seht mich natürlich morgen, aber wann ich die nächste Aufnahme mache, ich weiß nicht. Könnte sein, dass ich heute nicht mehr dazu komme. Ist ja doch noch ein bisschen was zu tun hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und freue mich drauf, wenn wir in der nächsten Folge dann hier unsere Stahlproduktion abschließen können. Anfangen, dann glaube ich doch die LKW-Station schon zu bauen und unser professorisches Lager erstmal erweitern. Einfach weil wir hier ja auch Weltraumliftteile herstellen, die müssen wir ja natürlich rüberbringen. Damit dann der Weltraumlift da mal loslegt. Deswegen denke ich mal, werden wir doch darüber bringen müssen. Gut, aber das machen wir eben alles beim nächsten Mal. Bis dahin alles, alles Gute und ciao, ciao.